Das Internet ist ja voll von schönen Gegenständen, die man so vielleicht auch gebrauchen könnte. Und Dingen wie ein Backpack, der aussieht wie eine McDonald's-Tüte. Damit hat man auf jeden Fall sein Drip-Level, es steht hier, vielleicht erhöht. Naja, würdet ihr den kaufen? Schreibt es in die Kommentare. Wir schauen uns heute Of Course That Is A Thing an, ein Subreddit, wo es Sachen gibt, wie zum Beispiel die Tüte vom Spinnenmann. Weißt du, damit nicht hier die Spinnenflüssigkeit ausläuft. Muss aber auch sagen, dass das ein bisschen so... Was genau schießt der Peter Parker denn aus seinem Schießer raus, so, ne? Ist es Wichse? Also Schuhwichse, meine ich. Thicket water when regular water is too runny. Thick and easy clear. Hydrolite thickened water. Es ist dickes Wasser, es ist festeres Wasser, es ist quasi wie Sirup. Mildly thick. Wer geht denn rum und sagt, Wasser ist mir zu weich? Ich brauch's härter. Trink doch direkt aus so einer Waldwegpfütze. Einfach Schlamm. Einfach ein bisschen Moor runtersaugen. Face Clan Orange Chicken. Natürlich, der Face Clan, ich bin Fan, so direkt, wo sind meine Chicken Nuggets von denen? Hä? Wo sind meine Alternativ-Nuggets? Die will ich nicht. Ich will das alles nicht. Anstatt Elf on the Shelf gibt's natürlich auch Snoop Dogg on the Stoop. Snoop on the Stoop. I love it, Alter. Da muss ich sagen, das ist hier so ein bisschen gerade Bingo. Gibt's das von YouTubern auch schon? Weil YouTuber sind ja bekannt dafür, zum Beispiel Timbark Pina Colada zu machen. Pina Colada Flavored Juice. Muss ich dazu sagen? Nicht gesponsert, dass ich das jetzt sag, aber es gab auch mal Pina Colada von Just Legends, oder? So Mocktails gab's auf jeden Fall. Cookie Dough Bier. Birthday Cake Cookie Dough. Soda. Wenn dir das nicht... Das ist doch das, was man im Altenheim kriegt, wenn man keine Zähne mehr hat und nicht mehr kauen kann. Aber das Steak kommt in den Mixer. Brrr. Schön noch einen Soda-Stream, damit es fisselt und dann weg den Müll. Wear extra fingers, so photo-video evidence will be inadmissible as it will appear to be AI-generated. Wie bitte wer? Okay, ich kann mir im Internet einen extra Finger bestellen, damit alle Fotos, die wirklich von mir gemacht wurden, aussehen, als hätte eine KI die gemacht. Leute, zählt meine Finger, ist das hier ein echtes Video? Nein, natürlich nicht. Ich bin eine KI. Pff. Als ob ich nur selber runtergehe und aufnehme. Als ob wir noch echt schneiden. Als ob jemand noch ein Thumbnail bei uns macht. Das macht alles der Computer. Wir gehen da rein und sagen, mach doch mal. So stellt meine Mutter sich das jetzt liest mittlerweile vor. Ja, hier ein Text über, fuck, schon wieder Weihnachten. Klar, ich sag einfach, schreib mal, ChatGPT. Und dann sage ich, moderier doch mal. Ich brauch den Finger nicht. Marshmallow Hot Cocoa Flavored with Other Natural. Was ist das? Mais? Aber es ist Marshmallow Hot Cocoa. Nein, sagt mir, dass diese Tastatur das nicht macht, was ich denke, was sie macht. Ist ein bisschen legendary, oder? Ja doch, also holt mich ab. Könnt ihr blind schreiben? Könnt ihr wirklich 10 Finger blind schreiben? Weil bei mir ist, manchmal muss ich trotzdem noch gucken. So, vor allem, wenn ich eine Tastatur wechsle. Hier unten ist nicht so eine ergonomische, sondern die ist slim fit so. Oben habe ich eine ergonomische, weil ich bin alt. Karpaltunnelsyndrom sagt direkt hallo. Der Tunnel wurde einmal durchgegraben bis in den Arsch. Ich spiele einmal eine Minute PlayStation 5 und meine Hand stirbt ab. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann nicht blind schreiben mehr auf normalen Tastaturen, weil die ergonomische ist irgendwie in der Mitte so ein, auch ein Loch. Weiß nicht wofür, aber dann ist ja auch egal. Wir machen weiter. Interessiert euch doch eh nicht, was ich laber, oder? Discover the toilet accessory that's sweeping in the nation. Es ist ein Kackemesser. Yes, this is a knife to cut up poop. Es gibt's wirklich. Why? Do you, your friends or your family poop big? Do those logs sometimes need a little help going down? Be a samurai of the poo-poo platter. Ridiculous gag gift. Nicht mal aus Scherz möchte ich hier so einen Nutella-Brotmesser haben. Wer hingeht und mein Yggdrasil in der Mitte durchsägt, ja, auf den ich stolz bin. Mein Sohn wurde heute geboren. Auf dem Porzellanthron, wenn ihr versteht, was ich meine. So, 20 Meter quasi. Und dann kommt einer hin und sagt, das ist mir zu lang. Ich nehme jetzt mein AA-Messer und schneide es durch, finde ich, dass... Erstmal ist es auch echt widerlich und zweitens ist es auch... Ach, guck mal, die Welt ist davon überrascht, dass es 100 Adventskalender gibt. Ah, ihr seid so unschuldig, Reddit, wenn ihr wüsstet. Gott, Eis. Also Eis zu kaufen, okay, wenn man irgendwie eine Party macht und nicht so eine große Gefriertruhe hat, okay, aber warum gibt es denn Orangeneis? Ist das klug? Irgendwie fühle ich das, so Leimeis, aber wie teuer, wie viel teurer ist es? Weil ich sehe ja schon, das kostet dann 1 Euro mehr dafür, dass da irgendjemand wirklich auf 20 metrischen Tonnen Limetten irgendwie so ein Spritzerchen. Nee, andersrum. Auf 20 metrischen Tonnen Wasser so ein Spritzerchen Limette drauf macht. Spider-Man Instant Noodles! Weil, das ist gar keine, das ist nicht das Spreme, sondern das ist der Nudel. Weißt du, weil ich, weißt du, ich frage mich immer, was macht der dann, wenn das da hängen bleibt, so das Spinnennetz? So, hängt das dann dafür immer? Weil der ist ja, geht dreimal um selben Block und dann ist da einfach so eine Wand aus Lametta. Weißt du, was ich meine? Es sind eigentlich Nudeln. Und da kommen die Vögel und fressen. Das ist nämlich Lore. Warum sitzt die Frau in Sägespänen? Ist das normal?
Nicht Twinkies. Twinkies schmecken nach nichts und allem gleichzeitig, aber es gibt sie jetzt auch als so eine Zuckerstange, so eine, die so gebogen ist. Es ist ja mega, Alter. Hier, kauft eine Zuckerstange, die nach gar nichts schmeckt. Vielen Dank. Aber Karies gibt's trotzdem. Wir haben nie verstanden, wenn Leute irgendwie so ultra viele Supplements nehmen. Hier irgendwie Fischöl, da irgendwie Whey-Protein, dann noch Pre-Booster, After-Booster. Ich weiß nicht, was ihr boosten wollt. Euren Arsch von mir aus. Aber ISO 100 Hydrolyzed Protein Powder in Dunkin Donuts Mokka Latte Flavor. Finde ich schon echt. Auch bei 27.000 Bewertungen. Der muss ja unglaublich geil sein. Warum gehe ich da noch zu Dunkin? Warum heißt Dunkin nicht mehr Dunkin Donuts? Warum? Muss er irgendwann heißen nur noch Dö. Wo treffen wir Dö? Why did they put it where the shelves were already present? Lass doch mal gucken. Dosto, ye hai okay. 3D Wall Art. Isse aap apne office, bedroom ya dining room mein laga kar ek positive atmosphere bana sakte hain. Wieso kleben die das so scheiße? Gifting ke liye ye ek unique option hai. Aapko drilling karke apni diware kharab. Wie der Microsoft Telefonservice spricht eine Werbung an, das ist ja krass. Das ist eine Werbung für Vinyl-Sticker, die aussehen, als wäre da ein Regal und die haben das Original auf ihr Schrank geklebt. Das ist wie wenn ich... Hä? Ich habe einen Schrank und dann klebe ich einen Sticker drauf, wo Schuhe drauf sind oder was? Hä? Ich habe eine Kommode, aber ich mache einen Sticker drauf, dass Besteck drin ist. Habe ich das System gecheckt so? Balenciaga. Man's Trash Bag. Do you ever feel... like a plastic bag. Nein, aber ich kann ihn mir jetzt bei Balenciaga auch kaufen. Katy Perry hat nur Werbung für Balenciaga gemacht und gesagt, Taus, was? Ich sehe das ja jetzt erst. Was? Wie bitte? Wer? 1790 Euronen, Dollaronen wollen die aus meiner Tasche saugen, damit ich mir einen Müllsack hole? Ich habe Mode nie verstanden. Wirklich nie. Ich könnte nicht ein ganzes Outfit bauen, was so teuer ist. Vielleicht bin ich aber nicht der Typ dafür. Ich kaufe lieber irgendwas anderes. Warum gibt es eine Truthahnbrezel? Wer hat danach gefragt? Wer geht raus? Wacht auf, so, ja, normaler Morgen, ja, chillig unter der Dusche kriegt man die besten Ideen. Ich sing ein bisschen Katy Perry. Und dann komme ich auf die Idee, eine Truthahnbrezel zu machen. Es ist eine Dose, aber man kann auch durchgucken. Es ist eine Dose mit allen Nachteilen einer Flasche. Es ist sehr toll. Spider-Man Curry. Natürlich gibt es Spider-Man Curry. Warum ist so viel Spider-Man hier? Ist das da gar kein Kuhn, sondern Curry? Keine Nudeln? Nein? Okay, ihr wisst das schon am besten. Adopt a landmine sniffing rat today and help save lives. Hero Rats. Das ist ja krass. Das ist die größte Ratte der Welt. Ich hole mir 10, ganz ehrlich. Verstehe ich nicht, warum das ein Problem ist. Hours... of fun. Stundenlanger Spaß. Batterien sind dabei. Bounces and lights up. Was ist hier? Ein Twerken der Santa Claus. Why? Ich möchte das anziehen. Da kann ich das löschen, was ich gerade gesehen habe. Hallo. Wie doll muss ich mich selber schlagen, dass ich es vergesse? Das ist krass. Wir gucken es nochmal an. Komm. Warum gibt es das? Warum gibt es das? Können wir den twerkenden Jesus als nächstes haben und gucken, was die Kirche dazu sagt? Sponge-Kebab. Warum gibt es das? Was ist denn los? Spider-Man Reis. Wir hatten die Nudeln, wir hatten Reis. Eigentlich dürfte ich es nicht haten, aber Reis hat vielleicht die Farbe von dem, was da rauskommt. Aber stell dir vor, er würde statt zu fäden einfach Reiskörner schießen. Piu, 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 weißt du? Also, jetzt verstehe ich, warum es das gibt. Meiner ist 20 Inches lang. Wisst ihr, was ich meine? So. Es gibt also extra falsche Lineale. Insta-Chill, Wearable Neck Fan. In Japan habe ich ganz viel gesehen. Da hatten die auch so Westen an, wo so Lüfter drin sind, weil es da einfach unglaublich heiß und feucht ist im Sommer. Aber das ist krass. Ja, would be great with long hair. Stell dir vor, da einfach deine Nudeln fallen da rein. Deine Spider-Man-Haare sind einfach drin. Wirklich, also Oktober hat einige schöne Sachen. Aber Frosted Flakes, Pumpkin Spice. Wecke die Basic White Bitch in dir. Kauf dir ein paar Aktbestände leer, Alter. Sonic Curry. Das Curry sieht nicht gut aus. Also, ich war mal bei der Blue Man Group, die machen so Trommeln. Ist egal, hier ein Bild von den Blue Man Groups in blau, nicht die von Avatar. Ist egal. Aber wenn die jetzt mal ordentlich so das Spider-Man-Treatment abgeben, so, ne? Sonst hätten die entweder bluten die so und einer von denen wurde einfach angeschossen oder jemand anderes hat dann Nummer 2 in mein Porzellanschälchen gemacht, wisst ihr? Es gibt Behälter für Knoblauch und Zwiebeln, die aussehen wie Knoblauch und Zwiebeln. Produce Keepers, natürlich. Airfly around me. How do you know it's working?
Das ist ein Hut gegen Fliegen und Mücken und alles Gesocks, was man beim Angeln oder so benutzen kann. Hier Otto Bulletproof. Fabio, die hätten 4 Tage länger durchgehalten, wenn die den Hut aufgehabt hätten. Keine Mücken mehr. Nix. Die Bären. Den Bärenhut als nächstes dann so. Du hast da einen Hut. Da hängt ein Grizzly dran. Dann denkt sich der nächste Grizzly doch nicht, ich gehe da auch hin. Vielleicht noch ein größeres Tier, ein Elefant oder Blauwal oder so. Mega Idee, wirklich toll. Alcohol Ice Cream. Natürlich gibt's das. Wo ist das Problem? Was auch immer die Minions da reingemacht haben, aber es gibt es. Champagner Chips. Okay. Toilet Disco Light. Da, ich bin wieder abgeholt. RGB, Leute. Yeah! Mein Klo muss leuchten. Es ist auch schön. Warum? Du kackst da rein und dann stehst du auf und dann guckst du richtig schäbig rein und dann guckt dein Sohn, guckt zurück. Wisst ihr? Doritos Eyeshadow. Das ist doch nicht echt. Das kann es doch nicht geben. Eine Shrek Face Maske. Benutze ich immer übrigens jeden Tag. Sieht man schon den Effekt? Schreib bloß nichts Falsches, du Arschloch. Frische Luft aus der Dose. Wir leben in einer Dystopie. Das ist schon. Ich könnte meinen Furz in der Dose verkaufen. Ihr würdet das lieben. Was habe ich gerade gesagt? Cinnamon Toast Crunch Brush Set? Aber warum? Aber warum? Cine Minis Brush Set? Warum ist dieses Auto so groß? Das sind ganz kleine Menschen. Ja, wo seid ihr denn? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Fahren da alle. Oh, Hammer. Siehste, da ein Hammer. Wusstet ihr, dass weiße Kühe Mayonnaise geben? Mac and Cheese Oh, die sind echt. Oh, Käse-Gummies. Mann, das tut mir leid, aber ich habe noch was im Auto vergessen. Das Video ist jetzt vorbei hier.